Ein großer Teil der Reitpferde ist beschlagen. Die Hufeisen dienen dem Schutz des Hufes und bewahren ihn vor einer zu hohen Abnutzung. Dies ist besonders bei Pferden notwendig, die viel geritten werden oder, wie zum Beispiel die meisten Tölter, oft auf festem Untergrund laufen, weil ihnen das Tölten dort wesentlich leichter fällt. Immer mehr Anwendung findet der Beschlag auch im orthopädischen Bereich. Die etwa 1 mm dicken, ausgeschmiedeten Dreiecke an den Hufeisen werden als Aufzüge oder auch Kappen bezeichnet. Bei den handelsüblichen Hufeisen haben die Vordereisen vorn mittig einen Aufzug, die Hintereisen zwei Aufzüge, und zwar seitlich jeweils zwischen dem ersten und zweiten Nagelloch. Wozu sind aber die Aufzüge gut? Und warum hat das Vordereisen einen Aufzug, während das Hintereisen zwei Aufzüge hat? Die Aufzüge erfüllen mehrere Zwecke. In der Hauptsache geben sie dem Eisen mehr Halt. Der Vorderhuf des Pferdes tritt meistens vorwärts in der Bewegungsrichtung auf. Die beim Aufhusen entstehenden Schub- und Reibungskräfte wirken in Zehenrichtung. Das heißt, der Huf drückt gegen die Zehenkappe, die den Druck aufnimmt. Der Druck wird somit nicht groß auf die Nägel übertragen. Das Verrutschen des Eisens wird so verhindert und bei schlechter Hornqualität wird ein Ausbrechen der Hufwand im Bereich der Nägel vermieden. Den gleichen Zweck haben auch die seitlichen Aufzüge des Hintereisens. Da sich das Pferd aber zusätzlich oft auf der Hinterhand dreht und dadurch auch seitliche Druck- und Reibungskräfte auf das Eisen bzw. den Huf wirken, hat das Hintereisen zwei Aufzüge, um ein seitliches Verrutschen des Eisens zu verhindern. Ein weiterer Vorteil der seitlichen Aufzüge am Hintereisen ist, dass der Schmied das Eisen bei Bedarf zurücklegen kann. Das bedeutet, er lässt den Hinterhuf im Zehenbereich etwas über das Eisen überstehen. Dadurch kann das Pferd beim Abfußen besser über die Zehe abrollen. Zusätzlich wird die Verletzungsgefahr gemindert, falls sich das Pferd mal greifen sollte. Darunter versteht man, dass sich ein Pferd mit dem Hinterhuf in den Ballen des Vorderhufes tritt. Mit einem zurückgelegten Eisen trifft der Hinterhuf den Ballen des Vorderhufes nur mit der Hufkante. Ist das Hintereisen nicht zurückgelegt, kann die Eisenkante den Vorderhuf treffen und eine größere Verletzung verursachen. Nicht zuletzt ist auch das Aufnageln des Eisens auf den Huf für den Schmied einfacher, da die Aufzüge das Eisen fixieren und es beim Nageln nicht so leicht verrutschen kann. Bei orthopädischen Hufbeschlägen können Aufzüge je nach Zweck auch andere Formen und Größen haben und an anderen Stellen am Eisen angeschmiedet sein.